Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV mit einem aus dem Team PietSmiet. Häufiger schon vorgeschlagen, heute wollen wir es mal umsetzen und zwar uns was anschauen aus der WDR-Dokumentation Feuer und Flamme. Ist sehr beliebt. Was ist das denn? Ich habe gerade noch ein Fliat-Video gesehen und jetzt sowas an. Nee, das ist eher gut. Die machen, glaube ich, Sachen eher aus statt an. Ach so. Ja. Absolut hochgelobte Dokumentationsserie, die unüberdramatisiert den Alltag unserer Feuerwehrkräfte zeigen soll. Da habe ich doch auch schon voll reingelegt, als wir bei Evonik waren, hier, wo ich Feuerwehrmann war. Das ist auch quasi komplett im Alltag. Du bist gerade bis zum Einsatzauto gekommen und das war's. Ja. So, und das ist ein bisschen komisch, was online es da an Videos gibt. Wir probieren es jetzt hier mal mit einer aus Staffel 1, Brand in der Abluftanlage. Hat auch 1,7 Millionen Aufrufe, kommt wohl sehr gut an, wurde auch zwischendurch vorgeschlagen. Hat nicht. Also gucken wir uns das mal an. Wenn das gut ankommt, dann können wir uns ja vielleicht noch andere Sachen von ihm angucken. Und WDR. Ja, und wenn die uns das Video nicht runternehmen, genau. Ja, genau. Was hat nicht in Düsseldorf, Christian? Notruf Feuerwehrrettungsdienst Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, würde ich sagen. Hallo, ich bin gerade hier bei Real in Gelsenkirchen. Hier gegenüber ist ein Gebäude, da kommt ganz dichter schwarzer Qualm raus. Ist das Ulrichstraße, ne? Warte mal, ich geh mal hin. Ich geh mal hin. Ja, wahrscheinlich an den. Geil, die haben so Türen davor. Ich weiß nicht, hier ist einfach nur eine Halle. Alleine bei den Rutschdingern habe ich mich immer gefragt, tut das nicht an den Händen weh? Ich glaube, ja, denke ich mir halt auch so. Also, ich meine, klar, den Klamotten ist ja kein Ding, ne? Aber das schmiert doch an den Händen. Warum chillen die nicht einfach auf der Höhe ihrer Ausrüstung? Das geht nicht, weil das Ding wahrscheinlich einfach. Du hast nicht doch die Feuerwehrwagen da unten, ist, Peter. Richtig. Genau, das ist ja relativ groß. Wenn du mal so eine Hauptfeuerwache vorbeifährst, da stehen ja keine Ahnung, wie viele Autos nebeneinander. Bei Evonik hatten die keine Rutschen. Ja, das ist ein bisschen die Frage, wenn die aber Evonik ist ja auch eine Werksfeuerwehr. Ja, aber wenn du die drei Etagen jetzt übereinander baust und quasi nebeneinander stellen würdest, die Frage, wie weit müssen die dann rennen? Ja, also dann müssen die wahrscheinlich weit rennen, dann ist wahrscheinlich schlechter. Also die müssen weit rennen und wahrscheinlich sind da so viele Leute, dass also der Platz wird einfach auch viel zu groß. Ja. Außerdem arbeitet so die Erdanziehungskraft für die, ist doch gut. So, also was wir jetzt hier auch hören, sind wohl dann die Aufzeichnungen auch von dem ersten Ruf. Aber uns gucken bestimmt ganz viele Feuerwehrleute, egal ob Berufsfeuerwehr oder hier Freiwillige oder so zu, ne? Wir können alles reinschreiben, was wir hier von Quatsch erzählen. Ja, bitte. Ja. Die Emscherstraße. Die war gar nicht die Emscherstraße. Ja. Wir schicken sofort Hilfe raus. Ja, danke für den Anruf. Ja, guck mal, in Deutschland bedankt sich sogar der Notruf. Ja, danke, dass Sie angerufen haben. Ja, das könnten Schuhe von meinem Vater sein. Sehr gut. Das ist aber blöd, jetzt hat sein Fahrrad die ja nicht mehr. Da, guck mal, da geht das Rennen los, der eine ist schon zu spät. Wie lange trägt der die denn vorher, dein Vater? Oh, da kommt aber einiges. Das ist so witzig. Gibt's da eigentlich wirklich so, mal gucken, wer als erster da ist, oder? Ah, intern. Ja, gibt immer so immer einen Bot. Oha, der Frontier, das schwarze Rauch wird bestätigt. Gibt's das bei Roller? Das riecht schon witzig. Hat da jemand gepupst? Wo ist denn da was? Ich seh gar nichts. Ja, du schade doch gesagt. Ich seh doch was. Ja, moin. Oh, kleines Feuerchen, würde ich sagen. Hydranten! Guck dir einmal rein! Hydrantenbuch! Ja, die haben so Emscherstraße! Ja, das ist ja clever. Wäre nicht voll smart, hat als App zu haben? Ja, nee. Ja, aber und dann ist dein Handy, digitalisieren, das lassen wir mal besser. Das kostet wieder 10 Milliarden Euro und dann funktioniert das nicht. So funktioniert das gut und schnell. Ja, die Emscherstraße wurde schnell gefunden. Feuer ist auch nicht so leicht entflammbar. Moment. Ja, Peter. Doch, ja. Also ja. Ja, Feuerfall ist halt nicht mehr entflammbar. Ja, mega smart von mir. Ich würde schon, was ist denn zweiter Alarm? Also ich meine, klar, es ist mehr Leute. Alarm, ja, aber. Ja, das ist dann wie die höhere Alarmstufe. Aber müssen die dann auch mehr aufpassen? Auch direkt mit Sauerstoff rein, genau. Oder gibt es auch ab einer gewissen Alarmstufe, so zeigt dann auch, womit du löschen musst oder so? Ich weiß das auch alles nicht. Wir haben Fragen. Man konnte das von unserer Sichtweise nicht zuordnen, was da kommt. Und dann hat man halt kurz überlegt, brennt Dach, brennt nur der Schornstein. Wie viel wiegt die 20 Kilo oder so, oder 30 Kilo, die ganze Ausrüstung? Ja, ich weiß das nicht mehr. Ja, aber deswegen, was schätzt du denn? Viel, sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Ja, gut. Man konnte das von unserer Sichtweise nicht zuordnen, was da kommt. Und dann hat man halt kurz überlegt, brennt Dach, brennt nur der Schornstein oder irgendwas, was dahinter steht. Im Keller brennt es. Ach, du Scheiße. Reitet mal
Spazierer 1-0 vor. So, gehen Sie mal außer Halle raus, Herr Lange. Ich wollte gerade sagen, was der Helfer? Die stehen einfach aus. Es brennt alles und... Polizei gesagt. Los, Frank, Wasser! Wasser! Da unten sind noch zwei Leute drin, Liese. Da unten im Keller anschließen, mehrere Gaspullen sind da drin, ja. Sauerstoffflaschen und, so. Und. Ach, wenn da pechschwarzer Rauch auftritt, gehen davon Gefahren aus. Es sind Atemgifte drin enthalten. Das stimmt, am Rauch kannst du nicht. Schließ an, ihr. Komm, macht, da sind Leute drin. Wer ist noch drin? Das ist richtig krass. Ich finde das richtig krass gerade. Ja, ich auch. Da ist noch einer drin, Atem zu atmen. Ja, nicht nur das. Ich denke mir gerade, Alter, was sind das für Helden bitte? Weißt du, das ist mir so noch nie bewusst geworden, dass die da runtergehen. Denke ich mir gerade, habt ihr sie noch alle? Also ist natürlich ja, aber die anderen Job, auch noch da. Bevor die, also bevor es explodiert, die nicht rausholen? Ne? Nein, also das ist natürlich deren Job, ja, aber ganz ehrlich, da wird gerade noch gesagt, ja, da unten sind Gasflaschen drin, bla bla bla. Ja, und die so, okay, alles klar, Maske auf und ab da rein, ne? Ja. Also, finde ich mega krass, Respekt. Hallo? Wo denn? Leider schreien. Da war natürlich die Tempofrage ganz groß. Also wir mussten uns beeilen, den schnell da rauszufinden, weil der auch für den Mann da hinten überhaupt gar nicht gut war. Hier! Komm, hier die richtige Richtung! Hier! Hallo? Die Maschine ist das! Okay. Der mutige Schweißer stand da mit einem Gardena-Schlauch, völlig selbstsicher. Er hat alles gegeben! Ja, aber der weiß vielleicht, Gott. Wenn er da Wasser einführt, das ist vielleicht passiert ja, auch jeden Montag. Gesagt, die Maschine da ist das und hat wahrscheinlich einfach die Maschine. Vielleicht hat der auch Scheiße gebaut. So. Ja, wahrscheinlich. Und wollte weiterlöschen. Okay. Er hatte uns dann, glaube ich, auch nach Hause geschickt. Ihr könnt eigentlich gehen, ich mach das hier alleine weiter. Also der Mann selber war sich seiner Gefahr gar nicht bewusst. Also der stand da und war davon überzeugt, dass das gut ist, was er macht. Natürlich war das gut, aber nicht mit dem Rauch um ihn drumherum. Also der musste sofort da raus. Verdacht auf Rauchgasintoxikation. Wir brauchen Wasser hier runter! Wasser noch runter! Wie schwer das für Jay gewesen ist. Und wenn dann ganz viel Rauch ist, dann laufen die ja nicht mal, sondern kriechen, damit man den Rauch nicht so ganz. Aber what the fuck? Ey, habt ihr auch den Quallen gesehen? Ist schon eine kleine Maschine. das sah aus, als wenn die ganze Hütte brennt. Das hätte so ein Joke-Format, weißt du, so, dass halt wirklich einer da mit so einem Gardena-Schlauch steht, weißt du. Ja, aber du hast ja nicht einen größeren so, also wenn du überhaupt einen hast, ist schon krass. Peter, bring mal Wasser mit. Kommen Sie mit nach draußen. Ich bringe ihn zum RTW-Rally. Nee, ist nicht in Ordnung. Ich bringe ihn zum RTW. Ist nur eine kleine Maschine. Weißt du, der steht da drin, ey. Ist das Schalke-Stadion im Hintergrund? Ja. Ah, so Gelsenkirchen. Ja, schon klar, aber ja, neben dem Schalke-Stadion zufällig ist es jetzt. Ne? Wenn man eine Rauchgasvergiftung hat oder unheimlich viel Rauchgase einatmet, ist der Mund-Nasen-Bereich sehr stark verrußt. Kommen Sie mal mit. Ja. Weil man halt wirklich sehr viele Sachen einarbeitet und die sich um den Mund und die Nasenpartie halt absetzen. Ich habe es jetzt im Griff gehalten. Ja, aber was haben Sie da unten so lange gemacht? Das Feuer im Griff gehalten. Ich höre dich. Nee, ist gut. Lass mich weiterarbeiten. Ja, aber ich war unten. Der Notarzt ist unterwegs. Nicht so unten? Ja, halben Tag Urlaub, dann ist es okay. Notarzt ist unterwegs. Also wenn der morgen früh um 8 Uhr da ist, ne? Gibt Tobi, hast du noch zwei Mann übrig, dass wir eine Wasserversorgung von da hinten aufbauen? 4000 Liter Wasser haben wir und dann kommt der Rest von mit ran jetzt. Mein Mann kommt unten hier rechts runter. Ja, wir hier rechts runter und dann kommt es auf der linken Seite. Wo bleibt das Wasser? Aber die sind nicht über irgendwelche Systeme untereinander mit Funk
verbunden scheinbar, ne? Also die müssen sich da alle anschreien. Ja, wobei, wenn du mal überlebst, wenn da 20 Leute hast, die alle auf irgendwelchen Kanälen reden, ja, das ist wahrscheinlich. Also einige sind mit Funk verbunden, aber dann wahrscheinlich die Teamleader oder so. Ja, genau. Der Einsatzleiter wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Leuten. Ja. Guck mal, Peter, genau wie wir das gemacht haben mit den Schläuchen und so. Ja. Nur die machen wahrscheinlich nicht die Fenster auf. Als ob die noch Wassermarsch sagen. Wie geil ist denn das? Haben die da nicht? Naja, aber du musst ja ein Kommando. Du kannst nicht einfach, wenn du auf der Treppe bist, Wasser. Was ist die kleine Maschine? Ein bisschen Wasser hilft, dann ist es gut. Keine Ahnung, wie groß sind denn Maschinen? Ja, aber die ist so 2 Meter groß. Ja, ist ja egal. Keine Ahnung, ja, da kann man Mülleimer brennen. Ja. Mein Handy ist eine kleine Maschine. Ach du Scheiße. Wo bleibt das Wasser? Dran! Südrand! Zack, dran! Noch eine Bescheid, wenn ich aufbringen kann! Frank Klutfisch mit! Zack! Ja, da ist der Funk. Ja, Südrand, Wassermarsch! Von der Brandausdehnung hat diese Anlage schon vollflächig gebrannt. Wassermarsch! Eine Abluftanlage. Eine Lackiererei. Ja, also die stand im Vollbrand und war rot glühend, also war schon ziemlich spektakulär anzusehen. Maßnahmen werden eingeleitet. Maßnahmen werden eingeleitet. Ja, ab dafür. Waller, Junge. War sehr heiß. Das macht Spaß mit dem Wasser. Ja, also, das macht Spaß. Also, das war cool. Okay. Ist der Megadruck raus, wenn er jetzt einfach aufziehen würde? Ja, der macht doch mal kurz auf. Ja, der testet wahrscheinlich, ob er sich wieder entflammt oder so. Ja, wahrscheinlich. Oder ihm um die Ohren fliegt oder so. Du weißt ja auch also nicht, was da drin ist und so. Nachher ist das ein Ölbrand und dann fliegt dir die Karre da. Ja, wahrscheinlich. So wie bei uns. Nicht löschen, nicht löschen. Ja. Also da muss das jetzt da alles heruntergekühlt werden. Ist ja nicht nur die Flamme, das kann sich auch, das entzündet sich ja auch wieder selber, wenn die Maschine rot glüht. Ja. Da unten bei der Hitze nicht aushalten. Okay, das Feuer ist aber auch schon bis oben, würde ich sagen. Ja. Also durch die Abluftanlage bis oben. Unser Ablöschmittel ist das Wasser gewesen, weil es halt den größten Kühleffekt hat. Also wir konnten erstmal von außen die ganze Anlage ein bisschen runterkühlen. Ach du Scheiße. Kühl mal runter, die Scheiße. Alter, ganz ehrlich, wenn das so heiß ist, ja, dann verdunstet ja das Wasser auch noch direkt, ja, und dann teilt ja, zumindest, klar, ey. Da hast ja, du da unten ja alles, den Qualm, noch mehr Hitze. Dann hast du noch so 30-Kilo-Ausrüstung, ja, und dann kannst du, und du kannst super schlecht atmen. Also ich musste wirklich richtig aktiv atmen. Das ist nicht einfach so easy going. Kann man die nicht einfach klimatisieren, die Anzüge? Ja, echt mal. Kann da nicht mal jemand was erfinden? Ich glaube, die Luft, die ist auch kalt, oder? Die du atmest, immerhin. Ist das so? Ich hab noch nie aus dem Leben. Also, mir war überall heiß. Das macht da wahrscheinlich keinen Unterschied. Ne? Wenn der Abluftanlage gebrannt hat, mussten wir uns Zugang zu dieser Abluftanlage schaffen. Ja. Es gibt halt keinen Haupteingang, wo man sagen kann, ja, hier geht man jetzt rein. Wir schneiden jetzt mit dem Trennschleifer schon. Können wir die von innen ein bisschen löschen, weil so kommst du nicht dran. Ja. Oh, jetzt kommt der Große, ne? Nicht der Kleine. Boah, das ist doch da der Kleine. Gute Maschine. Ja, in die glühende, in der glühende Metallwetter Alter, Junge. Die ist ja eh hinten in der Schiene. Ich meine ganz ehrlich, wie viel Eier musst du haben, um da einfach so zu stehen? Das ist richtig krass. Leiter bitte mal. Stell mal die Leiter und die Da wir nicht ausschließen konnten, dass sich auch im Schornstein irgendwo Ablagerungen gebildet haben, die dort in Brand geraten sind, ist eine Drehleiter zum Einsatz gekommen. Das ist ein viereckiger Kamin, der geht über das Dach. Das ist aber direkt das ganze Programm da, ne? Also das ist schon... Die haben sich da nicht so ein kleines Feuerchen zum Doku zeigen ausgesucht. Nee. Gut. Ja. Das ist doch ein Traum von dem Kleinkind. Ja. Benjamin heißt der, wegen dem langen Rüssel. Geil, immer nicht hell. Warte. Du siehst immer, wo du hinspülen willst. Aber wir müssen gucken, dass wir hier reinpassen.
Ja, genau da durch dann. Ach so, ja, ja sie. Da, natürlich. Ja. Laufen wir da jetzt durch. Das ist wahrscheinlich ein so ein riesengroßer Behälter, der von innen brennt. Ah, da oben auch geil. Aber die Rauchfarbe hat sich schon verändert. Oder ist das jetzt gerade irgendwie Kamera und Perspektive und so? Aber das kann ist auch ja sein, schon dass deutlich die Drohne weißer. Später erst geflogen ist, Peter. Weil dann sieht es da vorhin schon so aus, dass die schon am Abrücken mehr oder weniger sind. Also und das ist eine Lackiererei, ne? Was da für Giftstoffe da drin sind. Mhm. Ey, boah. Ja, Kamin und Dach von oben kontrolliert. Raucht nur aus dem Kamin. Was ich habe, hier neben dem Kamin auf dem Boden auf einem Rost quasi raus. Nachher sind wir dann halt auch reingekrochen und haben halt von innen eine direkte Brandbekämpfung durchgeführt und alles von innen abgelöscht, die ganzen Partikel, die da halt gebrannt haben. War circa schön mit dem Meter Licht hoch, ins Auge, also Meter mal Meter mal Meter. Pass auf, das ist schön heiß, ne? Ich wollte auch gerade sagen, dass dieses Wurm ist doch Angst sollte man nicht vergehen. Das ist halt auch noch geil. Also wenn man wirklich Angst hat, dann ist das falsch. Sorry, okay. Ja. Ja, ich glaube auch, dass du das nicht machen kannst, wenn du Angst hast. Alter. Gibt es immer so einen Spruch, Angst hält dich nicht am Leben? Zu sein. In so einem Schacht, in dem gerade noch gebrannt hat, der ganze Schacht muss heiß sein. Und alles Platz ist eng, ich finde das eh so. Schon ungeil, wenn es eng ist, weißt du, und dann ist es quasi auch noch so ein Höllending. Ich finde das unangenehm, einfach in so eine Maschine reinzukriechen. Also ich mein, selbst wenn alles okay wäre. So. Klar, du weißt brennt, ja auch nicht, was das für eine Maschine vielleicht ist, läuft du? Da ja noch ein Teil oder so. Ja, ich glaube, der so Strom wird da abgestellt sein, oder? So ein Rotationsmesser. Ja, muss ja da nicht so mit dem Schlauch löschen wahrscheinlich. Ja. Vielleicht ist das ja eine mechanische Maschine ohne Strom. Weißt du, ach stimmt, Peter, weißt Sägen, du dann noch, eine der ersten Aufgaben bei dem Feuerwehrspiel war Strom abschalten. Ja, ja stimmt, hast recht. Lackiererei, Peter. Weil das voll ein vielleicht sind da Fallen. Gibt ja so einen Spruch, Angst hält dich nicht am Leben, aber Training. Also wenn man eine Kombination aus beiden hat, also eine gehörige Portion Respekt, vernünftiges Training und dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Warte, stopp. Den Angstpart, also den könnte ich übernehmen. Dann müssen wir noch einen zweiten hier reinschieben. Nachdem die ersten Trupps erfolgreich die Brandbekämpfung eingeleitet haben, bin ich dann mit dem Maschinist von meinem Löschfahrzeug als weiterer Trupp haben wir uns ausgerüstet. Wahrscheinlich, weil die anderen dann echt fertig sind, wenn die da unten einmal eine halbe müsste Stunde durch sind. Muss sein, muss aber massiv noch gekühlt werden, ist sehr heiß. Und sind dann unten in den Keller vorgegangen, um Glutnester und mögliche weitere Brandausbreitung zu suchen. Hier kommt immer noch Rauch irgendwo her. Hier hinter ist noch was. Wir schneiden das mal ab, da kommt immer noch Rauch. Siehst du das? Jetzt sollten wir aufpassen, dass da keiner drin ist. Meine Eltern wollten nicht, dass ich zur Feuerwehr gehe. Die haben eigentlich versucht, mich eher in die Studienschiene hineinzubekommen. Gesagt, wir haben dich ja zur Schule geschickt, dann mach mal Abitur und dann gehst du studieren. Und ich hatte eigentlich ganz andere Vorstellungen. Hab das Hobby Freiwillige Feuerwehr zunächst mal gehabt, hab dann versucht auch zu studieren und hab aber schnell gemerkt, das liegt mir überhaupt nicht, das ist nicht meins. Ja, und hab meinen Kopf ein weiteres Mal durchgesetzt. Gott sei Dank, weil heutzutage wissen meine Eltern, was mir an meinem Beruf liegt, wie der mir am Herzen hängt. Und ich glaube, das ist dann doch wichtiger, dass das Kind zufrieden ist und glücklich zur Arbeit geht, als dass man seine eigenen Vorstellungen da rein projiziert. Oh, voll die Weisheit noch. Ja, voll cool. Alter, voll lieb, wären die da in so einem Das kannst du auch nur machen mit Passion. Das kannst du auch nur mit Passion machen. Ja, das. Ich glaube, ja, das glaub kannst ich du auch, nicht ja. mit einer, sonst du da ja auch nicht mit einer Fresse. Ja, richtig. Du kannst nicht mit einer Fresse ziehen. Ich weiß gar nicht, wie werden die eigentlich bezahlt bei der Berufsfeuerwehr? Ist das vernünftig? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Wenn nicht, direkt hier der Appell meine wieder, schon. Die verdienen zu wenig. Ich sage jetzt einfach mal voraus, weil das was Staatliches ist. Sicherlich macht sich der Partner, die Ehefrau macht sich Sorgen, wenn man zum Dienst geht, aber ich denke. Für das, was sie riskieren, wahrscheinlich viel zu wenig. Aber ich glaube, sie werden schlecht leben. Aber ich glaube trotzdem, dass ja, wie das, will man so halt überhaupt in Bezahlung auf? Also die Formel 1 Fahrer, wie viel Euro ist es genug? So. Die Formel 1 Fahrer betonen ja jedes Mal, die müssen so viel verdienen, die setzen ja immer ihr Leben aufs Spiel, da, wenn die Rennfahren gehen. Da tun die ja auch.
Also in gewisser Art und Weise tun sie es ja auch. Freiwillig. Aber ist natürlich was anderes als Feuerwehr. Ne? Also die Feuerwehr ist, glaube ich, ein bisschen gefährlicher noch als Formel 1 Fahrer. Aber Feuerwehr, ich weiß, kennst du noch die Leute, weißt du, so, die du mal beim Flexen oder Schweißen oder so siehst, weißt du, da hast du ja immer diese ganzen Funken, die so rumsprühen. Dann gab es immer so diese krassen Typen, die stehen da einfach so mit einem T-Shirt oder mit so einem Sweatshirt. Mhm. Und haben da ganz viele so Brandlöcher im T-Shirt. Ich bin so hitzeempfindlich, das könnte ich gar nicht. Die Ehefrau macht sich Sorgen, wenn man zum Dienst geht, aber ich denke, vieles wird auch einfach normal. Ja, man geht ja nicht davon aus, jeden Morgen, der Mann kommt vielleicht am nächsten Morgen nicht mehr nach Hause. Zeige 210, kommen 210, 210. Ja, ist verstanden, Druck 210. Da kommt immer noch Qualm her. Das ist eine Riesenmaschine, oder? Das ist doch riesig. Eine kleine Maschine. Der Gartenschlauch hätte gereicht. Wie geil er da mit dem Gartenschlauch steht, weißt du? Die haben sich da schon durch zwei Sachen durchgeflext, oder? Also, what? Das ist immer noch riesig. Hättest du dem Chefmechaniker aber 10 Minuten länger gegeben, ja? Wäre der auch fertig. Im Bereich ist es wahrscheinlich eher eine kleine Maschine, also wahrscheinlich. Ja, okay. Wir erzählen den Frauen, denke ich, auch nicht alles in meinem haarkleinsten Detail. Wenn es irgendwo mal knapp wird, um einfach diese Sorgen nicht übermäßig zu projizieren. Okay. Ja, und dann fühlt er so einen Balken runter und der hat mich um Hals bei Sandwich. Wie war denn heute, Schatz? Na, ja, nix. war ganz normaler Tag bei der Feuerwehr. Ich weiß nicht, warum er hat eine Strecke mal machen mit dem kleinen Decker. Ja. Ich denke mal, so unterschwellig die Sorge ist. Ich musste auch durch so einen Scheißgang kriechen. Ja, ja. Das war scheiße. Immer dabei, dass das eben auch trotzdem passieren kann und dass man eben nicht im Streit morgens sich trennt, sondern versucht, im Guten zu gehen und zu sagen, okay, ich hoffe, wir sehen uns morgen früh wieder. Ja, morgens schon zanken. Ich dachte, ich hab da jetzt blinder Schutt in den Turbinenschaufeln drin. Haben dann auch nochmal mit der Wärmebildkamera alles abgesucht. Brand- und Blutnester gezielt abgelöscht. Das war's. Wir haben jetzt gerade mit der Wärmebildkamera alles kontrolliert, alles unter 30 Grad jetzt. Jo, das kann man ja auch nicht. Was denn auch? Das hatten wir nicht in dem Spiel, frech. Was war das denn? Ich denke, das war doch von dem Sauerstoffgerät. Was vielleicht. Was genau? Musste der da jetzt länger gedrückt halten? Das ist ja strange. Vielleicht haben wir so eine Karte, wenn damit der ausgeht. Wenn die Flaschen austauschen oder so, dass jede Flasche so eine Karte hat, damit du nie eine leere Flasche einsetzt oder so. Also das scheint auf jeden Fall irgendein Sicherheitsmechanismus zu sein. Das wäre katastrophal, Alter. Grabst du dir so eine leere Flasche und rennst da runter, ey. Ja, deshalb. Also. Du kannst auch da nicht mehr atmen. Also, das ist halt krass, ne? Also, du bist halt da daran angeschlossen. Wenn das Ding leer ist, ist halt leer. Ist dafür nicht die Anzeige, wie viel Sauerstoff du noch hast? Ja. Also, aber teilweise, die sind ja dann am Löschen, deshalb haben die ja vorhin durchgefragt. Und der musste seinen Stand durchgeben, weil je nachdem, wie hektisch das gerade zugeht, guckst du ja nicht ständig auf deine Anzeige, ne? Korrekt. Ja, aber ich denke mal, wenn du das Ding dran machst, sollte man zumindest mal gucken, oder? Ja, aber ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, wenn du da unten stehst, dass du nicht irgendwie, wenn heißt, alle 15 Minuten sollst du da drauf gucken oder so, dass der gerade vielleicht was Besseres zu tun hat, dass das schon sinnvoll ist, dass oben einer steht mit einer Uhr. Das sind halt Sicherheitsmaßnahmen, ne? Also ich meine, das sind solche Sachen, lieber einmal drauf gucken und dafür weniger. Ja, klar, aber ich meine, ich finde das schon vernünftig, dass oben einer steht, der quasi diesen Job übernimmt, ja? Der dann halt sagt, ey, sag mal den Druck durch, wie ist es und auf jeden Fall würde mich interessieren, was das für ein Gerät ist, jetzt vom Ablauf hätte ich jetzt gedacht, der hilft ihm da eher beim Ausmachen und Abziehen. Auf jeden Fall, ja. Danke, Locke. 100%ig. Eines der Gründe, warum ich mich dazu entschlossen habe, Feuerwehrmann zu werden, ist der 11. September. Weil die Feuerwehrleute da gezeigt haben, dass man sich selber zurückstellt, um anderen Leuten zu helfen. Also da sind 343 Feuerwehrleute gestorben und im Nachhinein sicherlich noch viele andere. Ich persönlich finde, das ist das Höchste, was man so auf Erden machen kann. Also sich selber opfern, ohne dass man den Gegenüber kennt. Für mich war das eins der Gründe, da richtig für zu arbeiten, den Job dann irgendwann vielleicht auch machen zu können.
Was? Hat Gott sei Dank geklappt und ich bin jetzt ein Teil dieser großen Familie. Schon da ist. Okay, Rauchgas. Nee, nee, hab nix. Alles gut. Alles gut. Hab nix. Für uns ein sehr befriedigender Einsatz. Wo ist meine Zigarette? Das war krass. Ja, coole Doku, das war cool. Das war echt krass. Cool. Das war unfassbar intens. Das war wirklich ja, die so Kamera mega authentisch. Also die Bodycams, die machen schon gut was aus. Vor allen Dingen ist das halt nicht wie bei anderen, also so Bodycam-Sendungen über Einsatzkräfte gibt es ja irgendwie auf der Welt öfter, aber das ist ja alles immer so ein gestellter Shit. Deswegen, das ist schon cool. Ja, ja, und halt auch kein Sprecher oder so, sondern die einzigen, die zu Wort kommen, sind tatsächlich die Leute, die da arbeiten. Und das ist jetzt schon ziemlich gut gemacht. Jetzt habe ich Bock auf mehr Folgen, muss ich sagen. Endlich lohnt sich mal hier die GEZ. Vielen lieben Dank heute fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank an alle Einsatzkräfte in unserem Land und überall. Absolut. Und bis zum nächsten React. Haut rein. Ciao. Tschüss.